Okay, weiter geht's. Shion. Was ist passiert? Neue Einträge noch aus das Tagebuch. Axel, Saldin, Mogri. Zeigs brach dich nicht, er ist eiskalt zu Frauen. Du kommst heute mit mir. Wir gehen, sobald du bereit bist. Also Schloss des Biestes, oder wie? Hab schon wieder neue Arbeit bekommen. Was ist mit deinem Urlaub? Okay. Erstmal sollen wir das einstellen. Stufendoppler, wie sieht der aus? Okay, der sieht kacke aus. Erstmal Platz schaffen. So, jetzt kommen die Stufen auch hier rein. Wir werden Stufe 20 sein. Was habe ich gesagt? Okay, was habe ich alles weggemacht? Die ganze Magie habe ich da weggemacht. Okay, habe ich da noch Platz? Auch nicht. Ach, Mann. Okay, musst du dann damit zufrieden sein? Berichte. Heute war ich in einer neuen Welt. Ein seltsamer Ort. Zum ersten Mal seit langem habe ich Axel wieder auf den Uhrenturm gesehen. Er meinte, seine lange Mission sei abgeschlossen. Schien uns diesmal nicht gekommen. Fast hätte ich Axel den Gewinnerstiel gegeben, aber ich bewahre ihn lieber auf, bis ich noch einen habe. Es wäre sonst unfair Schien gegenüber. Ja, okay. Ein bisschen Fairness muss sein. Okay, jetzt mal zu Sex. Heute gehst du mit Saldin auf Mission. Habe ich schon was Saldin gehört? Besiege den riesigen Herzlosen. Im Schloss ist bisher eine riesige Herzlose aufgetaucht. Finde und finde ich den... Es wurde ein großer Anzug und rein blütiger Herzlose von Ort gesichtet. Sprich, das Folge handelt sich bei den riesigen Herzlosen, den du besiegen sollst, auch um einen Reinblüter. Und was soll es mir sagen? Warte, was ein Reinblüter ist. Was bringt mir das? Was bringt mir das dann? Also werde ich die ganzen... Okay, da wird dieser Part schneller gehen. Ballen wir uns. Trill dir nicht rum, Roxas. Hat er lila Augen? Der sah gerade so aus. Die ganzen Herzlosen lasse ich jetzt einfach in Ruhe. Weil keiner von denen für mich wichtig ist. Ja, Reinblüter sind mir so unwichtige Herzlose. Und Mega-Schattenlöcher auch. Die Schatztruhen interessieren mich mehr. War da riesige Herzlose? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Bubble brach. Ein Abzeichen. Haben die gerade einen Body Slam bei mir gemacht? Okay, mir fehlt da nur eine Truhe. Hier rein. Okay. Dann ist der riesige Herzlose nicht hier. Ach so, ich weiß es wieder, welche. Ich weiß, was so ein riesiger Herzlose das ist. Ich weiß auch, wo er ist. Ich weiß es, Leute, ich weiß es. Schwächlinge, komm, Roxas, wir machen sie jetzt fertig. Das ist nicht der Boss. Oder doch?
Mit riesigen Herzlosen hatte ich an irgendwas anderes im Kopf. Gigaschatten durch. Halt. Du Ungefieh. Ach ja, ich wollte ja nicht so viel beleidigen. Bist du irgendwie behindert im Kopf? Also ich dachte schon. Puh, das wär's. Genug herumgetrödelt. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Finden wir unser Ziel und erledigen es. Ja, mein Chef. Nein, ja, mein Führer. Es steht so mal oben, was ich bekommen habe. Benutzen. Ist die Truhe hier? Oder Schattenleuche? Und ein Abzeichen. Okay. Da ist keine Truhe. Saldin kann es ruhig gegen die kämpfen, ist mir jetzt auch egal. Kann ich da durch? Ja, ich kann da durch. Okay, da ist die letzte Truhe. Oh, Schattenlurche. Ich werde diesen Part auch schnell beenden, weil... Keine Herzen, was bringt mir das dann? Hallo? Was bringt mir dann, Reinblüter, wenn die mir keine Herzen bringen? Ich denke, wir sind ein Organisationsmitglied. Und seht euch mal gleich diesen riesigen Herzlosen an, der gleich auftaucht. Der ist einfach riesig. Und da kommt er schon. Ihr kennt die Musik. Ein lila Schattenborn. Wie groß er ist. Da bist du ja. Fangen wir an. Ja, wir kämpfen einen riesigen Herzlosen und keiner von den Schlossbewohnern merkt das irgendwie. Ach du Scheiße, Mann. Lila Schattenlurche? Schergen der Finsternis. Ey, das dauert lange. Ey, wie lange ich dafür brauchen werde. Du Wichser. Oh, 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 oh. Okay. Kam wieder diese Erdbebenattacke. Hat er sich gerade selbst verletzt? Es kann nicht sein, dass er sich selbst mit seiner eigenen Attacke verletzt hat, oder? Das wäre etwas zu dämlich. Ach du Scheiße, wie viel er abzieht. Oh. Saldin, du bist mutig. Rumlaufen, wie es geht. Wenn ich mich einmal trifft, bin ich tot. Oh Mann, ist eine Tonne schwer. Es kommt nichts mehr, oder? Anscheinend nicht, okay. Seine Mega-Faust. Okay, komm.
Verdammt! Was habe ich da für Probleme, Mann? Ja, benutzen. Er hat mich doppelt geheilt. So, du kriegst alles zurück. Komm. Nur zwei Balken, Mann. Das sind nur zwei verfickte Balken. Das schaffe ich doch noch. Verdammt. Oh nein. Abhauen. Ich hätte, glaube ich, die Framescape lassen sollen. Dann hätte man den nicht, dann hätte man das nicht erkannt. Okay. Nur zwei Balken. Ey, komm, das schaffe ich noch. Diese Schergen der Finsternis sind sowieso niederträchtige, verfickte Monster. Okay, da wurde getroffen. Egal. Was? Er ist tot? Wieso ist er tot? Ich hoffe, der kommt wieder. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Okay, das kommt jetzt extrem schneller. Der lebt wieder. Und er ist tot. Bevor er es machen konnte. Stirb langsam. Und er starb. Zahnlos. Komm, Roxas, unsere Mission ist beendet. Stimmt. Raste aus. Was war das? Müsste unser monströser Gastgeber sein? Es kam aus dem Zimmer. Ob etwas passiert ist? Gute Frage. Komm, wir sehen mal nach. Du bist irgendwie neugierig, oder, Saldin? Raste aus. Ich will ihn zurück. Gib mir meinen Körper zurück. Ich brauche Zeit. Mehr Zeit, als diese Rose gewährt. Diese Rose? Faszinierend. Seine monströse Gestalt scheint ihn irgendwie an sie gebunden zu sein. Steht sie in Verbindung mit dem Zauber? Ja, er muss wohl in der Lebenszeit der Rose eine Aufgabe erfüllen. Oder für immer ein Biest bleiben. Einer seiner Diener sagte, die Zeit laufe ab. Laufe ab. Der Schlüssel zu dem Fluch. Diese Info wird sich sicher noch als nützlich erweisen. Was meinst du? What do you mean, Bitch? Zu versuchen, es dir zu erklären, wäre eine reine Zeitverschwendung. Komm, wir müssen zurück. Voll freundlich ist er. Und man sieht, es war gut, dass ich alle Schatzen geholt habe. Sonst müsste ich das nochmal machen. Aber ich schlage mich echt gut, obwohl es auf Profi ist. Wo ist Shion? Hab sie heute auch nicht gesehen. Update ist verfügbar, steht da. Oh. Ich will echt wissen, wie das Eis schmeckt. Hey Axel. Was? Magst du Shion? Gibt es etwas, das du auf keinen Fall verlieren möchtest? Was? Wie kommst du darauf? Ich habe heute jemanden getroffen und er hatte so etwas, das ihm so wichtig war, dass er es
auf keinen Fall verlieren wollte. Warum habe ich nicht auch so etwas? Hast du doch diese Freundschaft. Weil du kein Herz hast. Oh, okay. Aber Demis hat auch kein Herz und wäre trotzdem wütend, wenn man seine Zitat wegnehmen würde. Stimmt, aber ich glaube, das ist nicht ganz das Gleiche. Ich glaube, das, was dem bei uns niemandem am nächsten kommt, ist unsere Vergangenheit. Erinnerung an Dinge, die wir nicht verlieren wollten, als wir dazu noch in der Lage waren. Ich will echt Demix Geschichte wissen. Oh, wie schade, dass ich keine Erinnerung an meine Vergangenheit habe. Und was ist mit der... Und was ist mit der Gegenwart? Was? Du kannst dich doch an die Dinge aus der Organisation erinnern, oder? Ja, bisschen. Nein? Oh. Ja. Kann ich doch, oder? Ich möchte meine Erinnerung an dich und Shion nicht verlieren. Siehst du? Da hast du es. Jetzt ist Roxas glücklich. Jeder hat etwas, an dem er hängt. Es ist beängstigend, daran zu denken, dass ich euch verlieren könnte. Beängstigend? Angst ist ein Gefühl, Roman. Ja, ich weiß, dass ich nichts fühlen kann, aber es ist trotzdem ein beängstigender Gedanke. Also ein Gedanke, aber kein Gefühl. Bist du da sicher? Vielleicht hast du dich gerade daran erinnert, wie es ist, Angst zu haben und glaubst zu fühlen. Maybe. Ich habe Feuer gelernt, okay. Tag 151. Gefahr. Eine Gefahr. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Siegbar, Luxord, Axel. Das Spiel konnte etwas Spannung vortragen, findest du nicht? Okay, Zwischenfrage, Herr Schatzsieger. Wo bist du jetzt? Wenn du mit mir Schritt hältst, hast du noch bei deinen Missionen noch 130 offen. Sag Bescheid, wenn du diese Marke erreichst. Du machst dich scheinbar ganz gut. Sehr gut, Mann. Jemand verdient einen Preis. Erhalte Schildtag. Okay. Also bringt doch schon was, wenn man alles Schatztun holt. In Schätzchens Augen sehe ich Entschlossenheit. Komm her, lass dein Pokerfest sehen. Okay. Berichte. Roxas Tagebuch. Shion war heute wieder nicht auf dem Uhrenturm. Sie und Sykes hatten einen Streit. Axel und ich haben uns über Dinge unterhalten, die man auf keinen Fall verlieren möchte. Axel meint, für niemanden wäre das ihre Vergangenheit. Ich kann mich an meine nicht erinnern, aber ich möchte auf keinen Fall meine Gegenwart, Axel oder Shion, verlieren. Oh, wie süß. Nein, sowas muss man nicht lieben. Oh. Okay. Und wir sehen uns das nächste Mal.